Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Lieblingskekse meiner Tochter backt. Es sind Haferflockenkekse und hier sind die Zutaten. Man braucht dazu 10 Decker Staubzucker, 5 Decker Mehl, 20 Decker Bio-Hafermark, 10 Decker Butter, ein Ei, ein halbes Backerl Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker. Jetzt können wir beginnen. So, wir beginnen damit, dass wir Butter, Zucker und ein ganzes Ei mit dem Mixer schaumig schlagen. Jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Jetzt wickeln wir den Teig in eine Glassichtfolie und lassen ihn im Kühlschrank mindestens eine Stunde rasten, bevor man ihn weiter verarbeiten kann. Jetzt, wo der Teig schön fest ist, kann man ihn gut auswalken und beliebige weihnachtliche Motive ausstechen. Und diesen Keksen kann man auch ein bisschen mehr essen, da sie nicht zu fett sind und vor allen Dingen auch sehr gesund. Die Kekse bleiben jetzt 10 Minuten im Backrohr bei 180 Grad. Ich zuckere jetzt die Kekse, man kann sie alternativ aber auch in Schokolade dunkeln.